Dunkle Lacke am Fahrzeug sind besonders empfindlich, wenn es um Mikrokratzer oder sogenannte Hologramme geht. Falsches Aufpolieren eines Lacks kann ebenso zu extremen Hologrammen führen. Häufig sind schwarze oder dunkle Lacke auch sehr weich und neigen gerade daher zu starken Hologrammbildung, wenn das Polierpad verunreinigt ist oder die falsche Politur eingesetzt wird. Im direkten Licht erkennt man am Fahrzeug ein sehr ausgeprägtes Muster. Zuerst wird der Lack mit einem Reinigungswedel entstaubt und gereinigt. Es sollen keine feinen Staubkörner oder Verschmutzungen in das Pad eindringen, da diese auch wieder kleine Mikrokratzer verursachen können. Auf ein sauberes, weiches Polierpad wird eine geringe Menge Politur, in diesem Fall wird eine Politur von Scholl Concepts, bezeichnet als S30 Plus, aufgetragen. Für das erste Polieren wird ein Rotationspolierer Shinex von Festool eingesetzt. Die Politur wird gleichmäßig auf den Lack verteilt und das Pad weich aufgesetzt. Leichtes Kippen beim Anlaufen der Maschine verhindert das Umherspritzen der Politur. Wichtig ist es zu beachten, dass es beim Aufpolieren eines Lacks nicht um kraftvolles Abtragen des Lacks geht, sondern die Maschine sicher und ohne hohen Druck über den Lack geführt wird. Die Poliermaschine wird mit stetig gleichmäßigen Bewegungen über den Lack geführt und die Bahnen sollten sich immer um etwa 50% überlappen. Zwischendurch wird die Richtung des Polierens geändert. Nach dem ersten Durchgang wird die Politur mit einem weichen Tuch abgewischt. Auf ein frisches Pad wird eine zweite Politur aufgetragen. Diese Politur, Scholl Concepts W09, enthält eine sanfte Politur und einen Anteil an Karna-Oberwachs. Auch diese Politur wird nun ebenfalls mit weichen, konstanten Bewegungen mit der Maschine über den Lack geführt. Die Spuren der Politur sollten fast vollständig aufgelöst sein. Dies ist ein Zeichen, dass die Politur komplett aufgetragen wurde. Nachdem die Maschine abgesetzt wurde, muss das Wachs in der Politur noch aushärten. Dies dauert einige Minuten. Überschüssige Politur wird nun mit einem sauberen, sehr weichen Tuch abgewischt. Alkohol kommt nicht zum Einsatz, da dieser die Wachsanteile auflösen würde. Eine Alternative, den letzten Polierdurchgang schonender durchzuführen und einer eventuellen neuen Hologrammbildung vorzubeugen, ist es, für diesen Polierdurchgang einen Exzenterpolierer, wie zum Beispiel Festool Rotex, im Leerlauf zu verwenden. Dabei bremst bei der Berührung des Lacks die Rotation ab und führt zu einer Exzenterbewegung.
Für die Aufbereitung eines gesamten Fahrzeugs kann mit den beschriebenen Techniken in etwa eine Stunde Arbeitszeit eingeplant werden. Thank you.